Die EU-Agrarminister kommen in Koblenz zusammen, um über Lehren aus Corona zu beraten. Eins hat uns Corona ja wohl gezeigt. Eine starke heimische Landwirtschaft zur Lebensmittelversorgung ist notwendig. Was außerdem notwendig ist, ist Planungssicherheit. Insbesondere für unsere jungen Betriebsnachfolger. Tierschutz, Klimaschutz, Umweltschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wir brauchen eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft, die aber auch finanziert werden muss. Es nützt nichts, wenn die Betriebe ins Ausland abwandern und wir keinen Zugriff mehr auf die Standards haben. Wir müssen zusammenkommen, an runden Tischen, wertschätzend, auf Augenhöhe und lösungsorientiert. Es gibt genug positive Beispiele, gerade auch hier bei uns in der Region. Wenn wir die Landwirtschaft wertschätzend darstellen und weiterentwickeln wollen, dann klappt es auch mit einer starken heimischen Landwirtschaft in Zukunft.